Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Genus Solo. Liebe Freunde, es ist mir eine besondere Freude, einen weiteren Patreon-Wunsch zu erfüllen und dieses Mal führt uns die Reise in die fantastische Welt von Madeira. Madeira ist ein storybasiertes, episches Abenteuer für bis zu vier Spieler, in dem wir in Dungeon Crawler Manie Helden verbessern und nebenbei eine liebevoll und manchmal auch recht gefühlvolle Geschichte voller Freundschaft erleben. Diese riesige Box, welche ihr hier vor mir seht, ist dabei nur der Anfang, denn der umfasst mittlerweile drei Akte und dies hier ist nur Akt 1. Akt 2 und 3 sollen bis Ende des Jahres folgen, wobei der Kickstarter dafür bereits abgeschlossen ist. Und dazu möchte ich euch ein paar Informationen geben, bevor wir uns intensiv mit diesem Spiel auseinandersetzen. Als erstes das Spiel hier, was vor mir liegt, das gehört nicht mir, sondern meinem Patron Tony, welcher sich über seinen Support eine Regelserie zu seinem Spiel gewünscht hat. Vielen Dank dafür. Tony, ich hoffe es gelingt mir, dass ich dieses Spiel dir und allen anderen, die das Spiel noch nicht hinsichtlich der Regeln kennen, in geeigneter Weise näher bringe. Denn man muss schon sagen, dass Medjara ein Schwergewicht unter den Dungeon Crawlers ist, aber dazu später mehr. Ich werde MediaBla auch nicht durchspielen können, da es so umfangreich und mit viel Geschichte gefüllt ist, dass ich dann für nichts anderes mehr Zeit hätte. Ich werde allerdings versuchen, so weit wie möglich zu spielen, dass die meisten Regeln transparent werden. Und zum Schluss wird es auch noch eine kleine Zusammenfassung von den Dingen geben, welche in diesem Playthrough nicht stattgefunden haben. Also so viel, dass ihr selbst loslegen könnt, wenn ihr gegebenenfalls das Spiel habt. Und da kommen wir schon zum nächsten Hinweis. Sucupus Publishing hat angekündigt, dass Mitte Februar 2022 der Pledge Manager zumit aber nochmal geöffnet wird. Und das für alle, also auch für diejenigen, die den Kickstarter bisher verpasst haben ihr habt also nun die möglichkeit euch das spiel bei mir anzuschauen und könnt dann selbst entscheiden, ob mediera etwas für euch ist oder nicht, und ob ihr dann gegebenenfalls die late option von succubus publishing nutzen wollt. bitte beachtet, dass mediera komplett in englisch ist und mit sehr viel text und story daherkommt. allerdings gibt es über die dropbox von succubus publishing eine übersetzung des abenteuerbuches des ersten aktes. ob die anderen akte noch folgen, kann ich euch leider nicht mitgeben. Wissheit sagen. Ich vermute es schon, aber eine Bestätigung habe ich darüber nicht erhalten. Und nun noch der letzte Hinweis, bevor wir uns intensiv mit dem Spiel auseinandersetzen: In Mederba wird eine epische Geschichte mit vielen Verzweigungen, Überraschungen und Geheimnissen erzählt bedeutet, dass ich bei dieser Regelserie nicht ohne Spoiler auskommen werde. Da ich das Ganze aber nur auf die ersten zwei oder vielleicht drei Begegnungen begrenzen möchte und dies noch relativ linear ist, hoffe ich, euch nicht allzu viel vorwegzunehmen. Dennoch, wer von der Geschichte und der Entwicklung auch der ersten Begegnungen nichts erfahren möchte, den würde ich bitten, das Video an dieser Stelle auszuschalten, denn ab sofort heißt es... Achtung, dieses Video enthält Spoiler. Ihr seid noch da? Sehr schön. Dann können wir loslegen mit der Regelserie zu Medeva. Was ihr hier vor mir seht, ist das Regelbuch zu Medeva hinsichtlich der Version 1.1. Wer die ältere Version vielleicht schon hat von Medeva und auch das Regelbuch dazu, es gibt schon ein paar auch spielmechanische Änderungen. Werde aber dann in der Serie darauf eingehen, wo diese Änderungen stattfinden, so dass ihr dann auch einen Vergleich habt, ob ihr gegebenenfalls dann mit der neuen Version spielen wollt. Das Riegelwerk ist sehr umfangreich, umfasst. 75 Seiten, da werden alle Komponenten erklärt, der Spielaufbau und und und. Hinsichtlich des Spielaufbaus werde ich das Ganze diesmal ein klein wenig anders strukturieren. Ich werde es also jetzt nicht zeigen, welche Karten sind da, wie werden diese sortiert. Wir werden das erst während des Spiels machen. Ich denke mal, da macht das am meisten Sinn, weil ja so viele Komponenten in dem Spiel enthalten sind. Das würde jetzt einfach das Ganze überladen, wenn ich das jetzt im Vorfeld schon mache. Bedeutet, wir werden uns jetzt noch mal die Möglichkeiten anschauen, wie ihr mit was spielen können und dann werden wir auch direkt loslegen mit der story und dann auch schon den aufbau der ersten begegnung bevor ich aber dazu komme will ich euch dennoch folgende komponenten kurz erläutern das sind nämlich die bücher in bedauer hier das regelwerk ganz klassisch dann haben wir ein weiteres buch das ist hier dieses diagram book hier sind teilweise irgendwelche Gebiete und sowas drauf, wie ihr vielleicht auch welche Geheimgänge findet, sonstige nicht erkundete Bereiche. Bitte hier nicht drin rumblättern. Das Abenteuerbuch wird euch sagen, wann ihr hier in diesem Buch nachschlagen müsst, um gegebenenfalls hier und da eine Veränderung im Spielaufbau vorzunehmen. Und wohlgemerkt, alles, was ihr hier seht, bezieht sich nur auf Akt 1, 2, Akt 2 und 3, steht noch aus. Das nächste Buch, das werdet ihr nicht allzu oft benötigen, und zwar ist das hier. Das Bounty Book oder die Belohnung, die ihr bekommt, wenn ihr Kopfgeldjagd betreibt. Ihr werdet irgendwann im Spiel mal die Gelegenheit haben, solche Sonderaufträge zu erfüllen, um mehr Ausrüstung und gegebenenfalls auch mehr Geld und Erfahrung zu erhalten. Das Spiel wird auch hier euch die Möglichkeit offerieren. Dazu komme ich dann, ich denke mal, wahrscheinlich sogar erst in der Zusammenfassung dazu, um das euch näher zu erläutern, was ihr da machen könnt. Denn dafür braucht ihr sogenannte Story Rounds. Also quasi so Pausen zwischen den ganzen Begegnungen, wo ihr vielleicht in einer Stadt seid und Handel betreiben könnt, aufleveln könnt und dann auf Sidequests gehen könnt und gegebenenfalls auch auf Kopfgeldjagd. Deswegen wahrscheinlich jetzt hier in den ersten. Ein, zwei oder drei Begegnungen nicht dabei, aber ich komme auf alle Fälle am Ende dieses Playthrough in einer Zusammenfassung nochmal darauf zurück. Auch nochmal zurück werde ich auf einen speziellen Spielmodus, den ihr in Medeva verwenden könnt, den sogenannten Crawl Mode. Da haben wir dieses Buch und hier könnt ihr war über ein Szenario in ungefähr drei bis fünf Begegnungen spielen ohne große geschichtliche Verzweigung. Das ist für diejenigen, die gegebenenfalls keine große Spielgruppe haben oder nicht regelmäßig mit der war im Abenteuermodus spielen können. Das wird nämlich der Hauptmodus sein, den wir uns auch auf alle Fälle in diesem Playthrough anschauen werden. Aber auch hier werde ich am Ende noch mal drauf zurückkommen, was es da für Möglichkeiten gibt. Ihr müsst jetzt nur zu Beginn entscheiden, wollt ihr quasi nur so einen Crawl modus spielen, also nur ein paar Begegnungen hintereinander ohne große Geschichte? Oder wollt ihr mit Java im massiv angelegten Abenteuermodus spielen. Und ihr seht, das ist wahnsinnig dick. Wir haben hier ein Abenteuerbuch, nur für Akt 1 wohlgemerkt, was fast 500 Seiten umfasst. Hier wird die ganze Geschichte erzählt, hier werden die Begegnungen aufgebaut, hier werden die Verzweigungen gemacht. Alles das, was ihr spielerisch benötigt, wird hier über dieses Abenteuerbuch erzählt. Und dort startet ihr auch gleich. Das heißt, wir werden dann hier die erste Seite uns anschauen, gibt es ein paar Einführungen, wie das Ganze vonstatten geht, wie das Buch aufgebaut ist, dann gibt es die erste Anweisung, die sehr kurz ist, wie ihr das Spiel startet, und dann geht es schon los mit der Geschichte. Und genauso werde ich das hier auch machen, so dass wir dann während dem Spiel die sämtlichen Aufbauschritte und auch die Regeln kennenlernen werden. Ich empfehle euch nicht großartig in dem Buch drin rumzublättern. Die meisten und wichtigen Sachen, wir werden das nachher sehen, sind auf alle Fälle so gekennzeichnet, dass ihr euch da nicht selber spoilert. Eine sehr coole Mechanik, wie ich finde. Dennoch, hier und da ist sehr viel Artwork drin und gibt vielleicht hier und da auch vielleicht Aufschluss auf die Geschichte, wie sie weitergeht. Deswegen meine Empfehlung, spoilert euch nicht und blättert hier nicht durch das Buch. Nutzt es nur dann, jetzt zu Beginn und dann immer dann, wenn euch das Buch darauf auffordert eine Bestimmte Seite, einen bestimmten Bereich zu lesen, dann kommt ihr auf das Buch zurück. Und dann würde ich sagen, das sollte erstmal reichen mit der Einführung. Beginnen wir mit der ersten Seite. Sieht schon sehr nett aus, was das Artwork angeht. Und dann haben wir hier auf der linken Seite, ich gehe gleich näher ran, ein bisschen Einführung zu Medeva. Schauen wir uns die Einführung mal ein klein wenig näher an. Das ist nur diese eine Seite. Hier wird darin beschrieben, wie ihr das Buch zu verwenden habt. Als erstes angefangen, es handelt sich nur um Akt 1, also dieses massive Buch beinhaltet nur einen Teil dieser epischen Sage. Des Weiteren wird beschrieben, ihr sollt in diesem Buch nicht herumblättern, es sei denn das Buch sagt euch das explizit, dass ihr auf eine bestimmte Seite gehen sollt und einen bestimmten Passus dabei lesen sollt. Des Weiteren wird es hier in diesem Buch jede Menge versteckte Informationen geben. Das können zum Beispiel Lutsachen sein, das können irgendwelche Ausgänge, ob man gewonnen oder verloren hat und alles sowas, damit man sich nicht selber spoilert, wird hinter solchen roten Linien versteckt. Und die könnt ihr erst lesen. Wenn ihr den roten Decoder mit dazu verwendet, legt dann einfach den Decoder drauf und dann könnt ihr den Text, der sich darunter verbirgt, dann auch lesen. Und das finde ich eine sehr coole Idee, dass man sich nicht aus Versehen spoilert mit irgendwelchen Informationen, wenn man halt doch mal auf die andere Seite blickt, dass das erst geht, wenn man diesen Decoder verwendet. Kommen wir zum nächsten Punkt. Für wen ist dieses Spiel eigentlich gedacht? Gerade wenn es um den Abenteuermodus geht, ihr könnt damit rechnen. So ist das Spiel jedenfalls konzipiert. Dass ihr mit eurer Abenteurergruppe einmal pro Woche vielleicht drei Stunden an diesem Spiel spielt, dann werdet ihr mindestens ein halbes Jahr lang zu tun haben, bis wenn ihr mit Akt 1 durch seid. Also tatsächlich nichts für Gelegenheitsspieler. Das sollte schon in einem regelmäßigen Abstand sein. Und das ist auch das Problem, was ich persönlich für mich habe. Ich habe einfach nicht die Zeit, mich so einer epischen Saga hinzugeben, obwohl mich das schon sehr, sehr toll reizt. Und deswegen bin ich auch ganz froh, dass Tony mir halt dieses Exemplar leihweise zur Verfügung gestellt hat, dass ich einen Blick hineinwerfen kann und es euch zeigen kann. Und da dieses Spiel so episch angelegt ist, kann man das natürlich nicht an einem Abend durchspielen und ihr müsst euren Fortschritt zwischendurch speichern. Es gibt auf der Website von Sokopus Publishing die Möglichkeit, einen Abenteuer-Sheet herunterzuladen. Hier in der Gamebox war auch ein Blog dabei, wo einige von diesen Zetteln dabei sind. Ich denke mal, wenn ihr das Spiel spielt, ihr werdet nur einen von diesen Sheets benötigen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man dieses Abenteuer noch einmal komplett durchspielt. Aber wer weiß, die ein oder anderen finden vielleicht so viel. Gefallen daran, dass sie das tatsächlich nochmal machen würden. Auf den Abenteuerschied werdet ihr dann eure Charaktere hinsichtlich des Namens eintragen. Ihr habt hier bestimmte Angaben, wenn ihr Fortschritte macht in dem Spiel. Da werden sogenannte Flex freigeschaltet. Das sind also Sachen, die ihr erreicht habt oder Entscheidungen, die ihr getroffen habt, die dann im weiteren Verlauf des Spiels nochmal Einfluss haben werden. Da wird zum Beispiel im Spiel irgendwann gefragt nach einem bestimmten Erfolg oder einer bestimmten Sache, die ihr geschafft oder nicht geschafft habt. Und dann wird sich die Geschichte in diese Richtung entwickelt. Somit tatsächlich auch nicht linear. Des Weiteren, ihr seht es schon anhand der Slots, es wird jede Menge Möglichkeiten geben, Charaktere in eure Gruppe hineinzubringen, aber alles das erst im Laufe des Spiels jetzt am Anfang, werden wir nur vier Charaktere haben, komme ich gleich darauf zu sprechen. Beachtet, dass ihr nach einer Begegnung diesen Sheet immer aktualisieren sollt, gerade was die Erfahrungspunkte angeht. Erfahrungspunkte wird von jedem Abenteurer selber verwaltet, hingegen das Gold, was ihr verdient, ist immer ein Gruppenpool. Da gibt es also eine Summe, die ihr dann immer wieder aktualisiert und die Seite, auf der ihr euch momentan aufhaltet. Gerade wenn ihr den Spielstand dann irgendwann speichert, wollt ihr ja wissen, auf welcher Seite ihr dann das Spiel wieder fortsetzen könnt. Zu diesem Sheet werde ich dann im Laufe des Spiels auf alle Fälle hier und da nochmal zurückkommen, um Informationen zu erfassen. Des Weiteren auch, was das hier unten alles so für Angaben sind. Kommen wir zum oberen Bereich, die Navigation im Buch. Die Seiten sind ganz oben immer farbkodiert. So wie hier braun die Einführung. Da wird es nicht allzu viel geben im Buch, denn wir haben nur eine Einführung. Aber es wird dafür von den anderen Bereichen viel mehr Text geben. Und so könnt ihr auf alle Fälle auch immer differenziert sein, was ist eher story basieren, was also vorgelesen werden muss, was sind Sidequests und sonstige Sachen. Um das Ganze ein bisschen zu spezifizieren, wie erwähnt, Einführung hatten wir gerade, dann haben wir hier die Story-Scenes. Das sind also alles, was mit Texten zu tun hat. Ich werde das euch nachher hier vortragen, aber ich werde das nicht einfach so plump vorlesen. Habt ihr mir ein paar Gedanken gemacht, wie ich euch das am besten präsentieren kann. Wer das aber nicht hören will oder vielleicht die englische Version, die hier im Original auch drin ist, hören möchte, kann auf Vorteller gehen. Dort gibt es nämlich alles, was hier an Texten ist auch zum Hören und für Medera sogar kostenfrei. Also müsst ihr auch nichts für bezahlen, könnt ihr euch das Ganze also dort auch anhören. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ending Scenes. Wenn ihr so eine Seite erreicht, dann heißt es tatsächlich Game Over. Euer Bestreben ist natürlich das Ganze positiv zu Ende gehen zu lassen, aber es gibt, ich weiß es nicht direkt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es auch negative Sachen gibt. Obwohl Succubus Publishing eindeutig gesagt hat, das Spiel ist so konzipiert, dass es für euch Spaß machen soll. Ihr sollt nicht frustriert sein und nach jeder Begegnung dann so eine Endszene bekommen. Und deswegen sind diese ganzen Begegnungen auch so angelegt. Wenn ihr gewinnt, wenn ihr verliert, wird sich die Geschichte in eine bestimmte Richtung entwickeln. Manchmal ist es sogar darauf angelegt, dass ihr verliert und dann bestimmte Sachen freischaltet, die ihr sonst gar nicht entdecken werdet. Des Weiteren wird es Begegnungen geben, wo ihr verschiedene Endbedingungen haben werdet und je nachdem, welche Entscheidung ihr trefft, führt das euch auf einen bestimmten Pfad. Somit, ich denke mal, Endings sehen wird nicht allzu oft hier vertreten sein. Vorletzter Punkt, Begegnungen. Das ist so das Herzstück des Spiels. Das sind also immer, wo unsere Abenteuer aktiv werden können, wo wir uns auf einer Gebietskarte bewegen, wo wir Kämpfe bestreiten werden und versuchen dann für die Begegnung ein spezifisches Ziel zu erfüllen, um im Spiel voranzukommen. Zu guter Letzt hier ist Side quest Das sind Quests, die ihr nicht unbedingt machen müsst, aber man empfiehlt, dass ihr es trotzdem tut, weil alles, was ihr dort findet, könnt ihr ja behalten. Und ihr braucht auf alle Fälle viel Geld, viel Erfahrung, um eure Charakter weiterzuentwickeln. Das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt, auf eine Sidequest zu gehen, solltet ihr die Gelegenheit beim Schopf packen. Okay, damit sind wir im groben Durch mit der ersten Seite, nur noch hier unten rechts und zwar es geht los mit dem Abenteuer. Und zwar werdet ihr jetzt angewiesen, euch vier Abenteurer zu nehmen. Es gibt standardmäßig im Spiel zu Beginn nur vier Abenteurer. Im Laufe des Spiels werdet ihr andere Abenteurer freischalten können und diese dann auch nutzen können, aber jetzt zu Beginn müsst ihr diese vier, die hier angegeben sind, jetzt wählen. Das Buch hat uns also aufgefordert, jetzt die vier Abenteurer Nightingale Arson, Siege Jeong, Dan Remy Moretti und Rook Lars herauszusuchen. Wenn ihr durch eure Medeira Box schaut, werdet ihr auch nur diese vier Abenteurer finden. Abenteuer erkennt ihr an diesen großen Karten und oben rechts steht das Schlüsselwort Abenteurer drauf. Da wir ja wissen, dass wir im Laufe des Spiels noch mehr Abenteurer zu unserer Gruppe hinzubekommen, stellt sich natürlich jetzt die Frage, wo sind diese? Es gibt noch ein zusätzliches Pack in diesem Spiel, das sollt ihr aber jetzt noch nicht öffnen. Und hier werden wahrscheinlich auch neue Abenteurer drin sein. Das Buch wird euch aber explizit darauf aufmerksam machen, wenn ihr dieses Pack öffnet, um einen Abenteurer oder jedenfalls etwas anderes herauszuholen. Oben links habt ihr an einer Ecke dann eine Zahl und diese Zahl werdet ihr dann herausziehen, so dass ihr nicht durch alle anderen Karten, die jetzt in diesem Pack drin sind, durchschauen sollt. In der Box werdet ihr aber noch mehrere von diesen großen Karten finden, was aber erstmal keine Abenteurer sind. Das solltet ihr euch gegebenenfalls auch Sortieren, denn hier und da werdet ihr diese im Spiel benötigen. Wir haben einmal so eine Karte, als Beispiel eins, da steht hier. Intelligent drauf. Das sind einfach nur Kreaturen, die vom Spiel gesteuert werden. Im meisten Fall sind das Gegner. Dann haben wir sogenannte Command Cards. Da haben wir zum Beispiel solche Espas. Da steht hier zum Beispiel auch Command. Das sind irgendwelche Kreaturen, die wir beschworen haben, die wir steuern können oder vielleicht sonstige NPCs, die hier eine Rolle spielen. Zu guter Letzt, auch hier steht Command drauf, aber auch das Schlüsselwort Conduit. Das sind auch beschworene Sachen, aber da haben sich unsere Abenteuer gegebenenfalls verwandelt in so eine Kreatur. Wir werden also auch die Fähigkeit haben, wenn wir das gelernt haben, uns in andere Kreaturen zu verwandeln. Und dann wird unsere Abenteuerkarte ersetzt, dann für kurze Zeit mit dieser Karte und dann haben wir auch diese Fähigkeit zur Verfügung. Ihr seht eine ganze Menge, was es da gibt. Im Laufe des Spiels wird das Ganze dann transparenter, wann wir welche Karten benutzen und wie sie dann angewendet werden. Wir haben also unsere vier Abenteuer gewählt. Wir sollen jetzt noch sämtliche Komponenten und Karten sortieren. Das machen wir dann während des Spiels. Da kann ich am besten darauf eingehen, was es da so für Karten und sonstige Komponenten gibt. Als nächstes sagt uns das Buch eindeutig, wir sollen jetzt auf Seite 4 weiterlesen. Also hier an dieser Stelle werdet ihr erst aufgefordert, im Buch weiterzublättern blättern wir also zur Seite 4, das ist bereits die nächste Seite und wir sehen anhand der Farbkodierung, wir befinden uns jetzt in einer Story Scene. Und eine Story Scene beinhaltet nur narrative Elemente. Das heißt, ihr werdet jetzt eine Geschichte erfahren. Und nun ist es an denjenigen in eurer Gruppe, der am besten vorlesen kann, diesen großen Text vorzutragen. Zwischen den ganzen Begegnungen sind die Texte sehr sehr umfangreich, aber auch sehr sehr schön geschrieben. Wie erwähnt, ihr könnt das Ganze euch über Vorteile auch abspielen lassen, aber allerdings nur in englischer Sprache. Hier im Buch ist das auch alles in Englisch, aber auch da hatte ich erwähnt gehabt, über die Website von Sucupus Publishing könnt ihr euch die deutsche Version als PDF von diesem Buch herunterladen. Und da ist alles auch ins Deutsche übertragen. Damit wir jetzt in die Geschichte eintauchen können, werde ich euch das jetzt auf Deutsch vortragen. Allerdings jetzt nicht so einfach abgelesen. Ich habe das ein klein wenig grafisch aufpoliert, damit wir ein bisschen in die Welt von Medera. Ich hoffe, mir ist das gelungen. Wer das nicht hören oder sehen möchte, ich werde grundsätzlich dann immer hier so einen Timecode einblenden. Dann könnt ihr immer direkt nach der Geschichte springen, wenn ihr euch das nicht vorwegnehmen lassen wollt oder einfach nicht hören wollt. Beginne ich also jetzt mit der Geschichte und werde so lange lesen, bis wenn ich durch diesen Kasten unterbrochen werde. Und dann werden wir sehen, was weiter passiert. Und jetzt wünsche ich erstmal viel Spaß bei der Vorgeschichte zu Medera. Nightingale bewegt sich fast lautlos, die Augen auf ihr Ziel gerichtet durch die Menge. Es waren mindestens 100 ihrer Kommilitonen hier, die sich in ihren Viererteams herumtrieben und aufgeregt plauderten. Ihr Opfer beachtete nichts anderes als die Zigarette in seinen Fingern. Er hatte keine Chance. Die Luft zischte um Nightingale herum, als sie sprang. Sie schlang sich mit beiden Armen um Sigs Rücken wie ein Affe um einen Baum. Ihre Stimme, irgendwo zwischen einem Quietschen und einem Greichen, war laut genug, dass ein paar Schüler aus der Nähe sich umdrehten und starrten. Ihr Freund grunzte und brustete. Die Zigarette plumpste aus seinem Mund. Hast du vor, mich zu töten? Nightingale ließ sich hinter ihm auf den Boden fallen. Dafür brauchst du meine Hilfe nicht. Sie trat die noch schwelende Zigarette mit einem gut platzierten Schritt aus. Du bist schon so lange wie ich hier. Zwei Jahre von der Erde entfernt. Und du vergiftest dich immer noch selbst. Sieg grinste nur als Antwort. Es lässt dich auch schrecklich stinken, sagte jemand hinter ihnen. Beide drehten sich um und Nightingales Augen weiteten sich, als sie ihre Schwester Shaelis sah. Normalerweise wäre Nightingale entzückt, sie zu sehen, aber heute war dem nicht so. Heute war Shaelis eine der Proktoren für den wichtigsten Test ihres neuen Lebens: der magische Eignungs- und Skilltest oder kurz. M.E.S.T. genannt. Lässt mich schrecklich denken. Ich hatte ihr ja sowas wie, es ist schön, dich zu sehen, Sieg. Oder vielleicht, wie hast du dich in den schriftlichen Prüfungen geschlagen? Du weißt schon, Freundschaftskram. Keine Günstlingswirtschaft heute. Sie klang streng, grinste sie aber dabei an, als sie ein paar Seiten auf einem abgenutzten Klemmbrett durchblätterte. Oh, aber schaut euch das an, ihr Glückspilze. Sieht so aus, als seid ihr beide zusammen dran. Was für ein Zufall! murmelte Nightingale. Die haben die adligen Erben zusammengeführt. Betrachte es als das einzige Glück, das du heute haben wirst. Nightingale sah sich um und fragte sich, wer ihre anderen Partner sein würden. Natürlich waren sie und Sieg in einer Gruppe. Sie wussten aber auch, warum Shalys es nicht zu so sehr raushängen lassen wollte. Die anderen Schüler würden schnell jegliche Vetternwirtschaft bemerken. Während Nightingale jeden der Schüler um sich herum kannte, das echt kleine Mädchen mit den bunten Augen, dem Kerl mit den seltsamen ziegenartigen Hufen anstelle von Füßen, war keiner von ihnen tatsächlich mit ihr befreundet. Jedes Team besteht aus vier Leuten. Wer sind die anderen beiden? Rook Lars und Remy Moretti. Shayles runzelte für einen Moment die Stirne beim Anblick des Glembretts. Zuckte dann mit den Achseln und verstaute es unter ihrem Arm. Soll ich euch zeigen, wer sie sind? Nee, geht schon. Sieg legte kurz eine Hand auf Nightingales Schulter und zeigte auf den größten Schüler im Raum. Das sehe ich, Rook. Wenn ihr es noch nicht seid, dann macht euch bekannt. Ich muss nur noch ein paar Teams zuweisen, bevor ich euch alles andere erkläre. Shailis ging davon und verschwand mühelos in der Menge. Ich schätze, es macht Sinn. Rook ist vermutlich der klügste Schüler hier. Sie gingen auf ihn zu. Nightingale überließ es Sieg, ihnen den Weg zu bahnen. Nightingale senkte ihre Stimme, sodass die anderen Schüler in der Nähe sie nicht hören konnten. Sicher, Whoop macht Sinn, aber Remy? Ist Ihr Vater nicht eine Art Mafioso? Wer hat sich gedacht, dass es eine gute Idee ist, so jemanden mit den Adligen zusammenzutun? Sie konnten es nicht wie Günstlingswirtschaft aussehen lassen, also geben Sie uns jemanden, der uns etwas runterzieht, um unsere Großartigkeit auszugleichen, zuckte Sieg mit den Schultern. Jedes Team besteht aus vier Leuten, solange sie uns nicht auffällt, wird es schon klappen. Rook war mindestens doppelt so groß wie Nightingale, mit Händen wie Vorschlaghammern und einem Bart wie ein Löwe. Hey, Sieg! rief Rook, sie begrüßten sich mit einer knallharten Umarmung. Remy stand direkt hinter ihm, die Arme unbeholfen vor sich gefaltet. Sie blickte auf, lächelte höflich und streckte eine Hand aus. Hey, ich schätze, wir sind für den Test zusammen, Prinzessin Nightingale, ma'am. Remy blickte durch beeindruckende bunte Redlocks auf Nightingale. Ihre massiven, eulenartigen Flügel falteten sich hinter ihr zusammen, so dass Remys kleine Statur etwas größer wirkte. Nightingale reicht, erwiderte sie und nahm die angebotene Hand. Du bist Remy, richtig? Ja. Remy blickte an ihr vorbei zum gigantischen Rook, der immer noch mit Sieg sprach. Ich weiß, dass ich wahrscheinlich nicht das Teammitglied bin, auf das ihr gehofft hattet. Nightingale errötete, unfähig, ihr in die Augen zu schauen. Sie hatte keine Gelegenheit zu antworten, denn in diesem Moment trat ihre Schwester auf eine erhöhte Plattform am Rande der Halle und begann zu rufen. In Ordnung. Alle mal herhören. Willkommen zum magischen Eignungs- und Skilltest. Wenn einer von euch Zweifel an seiner Fähigkeit hat, den MEST abzuschließen, die Tür ist da drüben. Ihr werdet durch den Arzobus gehen müssen, das Trainingsverlies der Akademie. Glaubt nicht, dass die Bellingkostwürfel dumme Fehler ausgleichen, denn das tun sie nicht. Schüler sind bei diesem Test bereits gestorben es folgten einige Sekunden der Stille. Wir werden durch die Tür hinter mir zur Waffenkammer gehen. Jeder von euch hat Anspruch auf eine Tasche mit Vorräten. Wählt weise. Wenn ihr die Hälfte des Tests hinter euch habt und merkt, dass ihr etwas Wichtiges vergessen habt, habt ihr Pech gehabt. Shaley hielt inne und wartete darauf, dass ihre Ansage ankam. Wenn ihr irgendwelche letzten Fragen habt, fragt entweder mich oder einen der anderen Proktoren, bevor ihr in den Dungeon geht. Sobald der Test beginnt, bekommt ihr nur dann Hilfe von mir, wenn die Dinge sehr schlecht laufen. Etwas lauter werdend, blickte sie nochmal durch den Raum. Um eure Noten willen. Ihr wollt unsere Hilfe nicht. Es gab keine Fragen. Shayles drehte sich um und sprang von der Kante der Plattform. Folgt mir zur Waffenkammer. Unsere vier Charaktere haben sich also gefunden und müssen gemeinsam eine Prüfung ablegen. Um das zu schaffen, sollten sie sich gut ausrüsten. Deswegen dürfen sie auch in die Waffenkammer hinein. Und anhand dieses Tables könnt ihr erkennen, welche Ausrüstungsgegenstände welcher Charakter zu Beginn des Spiels zur Verfügung hat. Des Weiteren wird jeder Charakter auch noch eine spezielle Fähigkeit haben. Was die Ausrüstung angeht, das ist jetzt zwar noch festgeschrieben im Laufe des Spiels, werdet ihr aber Gelegenheit haben, diese Ausrüstung natürlich auch Auszutauschen, sodass ihr nicht auf diese festgeschrieben seid. Aber ich denke mal, jetzt zu Beginn des Spiels reicht das auf alle Fälle aus, was wir hier mitbekommen. Und dann seht ihr hier schon anhand von Nightingale, wir haben eine sogenannte Disziplin, das ist eine Fähigkeit einer bestimmten Magieschule, in die sie hat und wir haben diverse Ausrüstungsgegenstände. Das Ganze wird mit Karten dargestellt und diese Karten schauen wir uns jetzt mal an, die bringen wir erstmal in eine Ordnung und dann verteilen wir diese einzelnen Karten auf unsere Charaktere. Werfen wir zuerst einen Blick auf die Fähigkeiten. Es gibt in Mithera fünf Magieschulen und die sind von der Farbe der Karten eindeutig zu erkennen. einmal Krur, das ist eine Art Blutmagie im Marschall. Alles, was zu so mit Kämpfen und Nahkampf zu tun hat. Assemblage, Beschwörungen und Verwandlung ist dort das Steckenpferd. Sanctus für die Heilung und dann haben wir noch Saptafuge für Täuschungen. Und zu Beginn des spieles haben unsere Charaktere aber schon festgeschriebene Fähigkeiten. Somit können wir da momentan noch nicht einfach frei wählen. Im Laufe des Spieles werden wir natürlich die Möglichkeit haben, zusätzliche Fähigkeiten zu erlernen. Das können einmal diejenigen sein, die der gleichen Magieschule unterliegen, die also unser Charakter schon kennt, aber wir können auch zusätzliche andere Magieschulen hineinnehmen. Allerdings kostet das dann auch mehr Erfahrungspunkte, aber dazu komme ich zu gegebener Zeit auf alle Fälle nochmal drauf zu sprechen. Jetzt suche ich für unsere jeweiligen Charaktere die passenden Fähigkeiten raus und dann machen wir erstmal weiter mit den Gegenständen und dann schauen wir uns noch mal alle Charaktere dann im Durchlauf an. Bei den Gegenständen gibt es verschiedene Unterscheidungen. Einmal die Art des Gegenstandes. Wir haben hier zum Beispiel nur Waffen in Rot und hinsichtlich der Seltenheitsstufe. Es gibt fünf Stufen. Wir haben jetzt erstmal nur vier. Die fünfte zeige ich euch dann gleich noch. Wir haben einmal mundane für banale Gegenstände. Dann haben wir gewöhnliche, kommen, ungewöhnliche, ankommen und wir haben seltene Gegenstände für RA. Und das gibt es einmal für Waffen und das gibt es auch für die sogenannten Cores. Das also Art Schutzgegenstände, dann haben wir Rüstungen in Violett. Relikte in Grün und auch Verbrauchsgegenstände. Zusätzlich gibt es noch Accessoires, da werden wir erst später drauf zu sprechen und die stehen uns am Anfang nicht zur Verfügung. Erst wenn wir in den sogenannten Story Rounds kommen, hätten wir gegebenenfalls Zugriff, solche Gegenstände zu bekommen. Gleiches gilt für die fünfte Seltenheitsstufe und das sind nämlich einzigartige Gegenstände, obwohl es eine richtige Seltenheitsstufe ist, ist es nicht, denn selbst innerhalb der Stufe und zwar Unique, gibt es die Unterscheidung zwischen den kann man ankommen und an diese Gegenstände, die natürlich sehr mächtig sind, ist sehr schwer heranzukommen. Manchmal haben wir die Möglichkeit, in sogenannten Story Rounds darauf Zugriff zu nehmen. Das heißt, uns vielleicht so einen Gegenstand zu kaufen, der aber dann tatsächlich auch einzigartig ist. Oder hier und da in den Begegnungen, vielleicht in einer Lootkiste überall in der Welt, Welt Ja, Aber könnten solche Gegenstände zu finden sein. Zu guter Letzt für die Unterscheidung, wir haben auch noch Gegenstände, die haben hier vorne einen Namen von einem Gegnertyp. Das sind sogenannte Monster-Gegenstände. Die wir gegebenenfalls finden können, wenn wir dieses Monster erledigt haben. Da gibt es auch Waffen, Rüstungen. Alles das, was wir hier haben, Dann gibt es auch hier die Möglichkeit, dass wir dort solche Gegenstände bekommen. Doch jetzt zu Beginn des Spieles brauchen wir diese erstmal nicht. Denn gemäß der Angabe des Tables dürfen wir aus der Waffenkammer jetzt nur die festgeschriebenen Gegenstände nehmen. Und das sind auf alle Fälle alles nur Banale in Form von Waffen, in Form von Kors, in Form von Rüstungen und von verbrauchsgegenstände Alle Sachen könnt ihr erstmal zur Seite legen. Die werden wir jetzt für die erste Begegnung noch nicht benötigen. Okay, dann suche ich jetzt mal die passenden Gegenstände heraus. Die sind übrigens alle doppelseitig. Die Effekte stehen dann auf den Karten direkt drauf. Das schauen wir uns aber dann erst während der Begegnung an, wie diese dann funktionieren. Also wie gesagt, ich suche jetzt alle heraus für unsere Charaktere und dann schauen wir uns alle vier Helden nochmal im Schnelldurchlauf an. Starten wir mit Nightingale. Sie hat als Fähigkeit einen Gorshot. Ist ein Zauber, wie der funktioniert. Schauen wir uns dann auf alle Fälle in der Begegnung an. Sie hat zwei Waffen, obwohl hier dieser magische Talisman nicht wirklich eine Waffe ist, aber dennoch zählt es als Waffe. Werden wir dann im Kampf sehen, wie dieser einzusetzen ist. Des Weiteren hat sie hier noch ein Shirt als Rüstung und auch noch einen Defense Core. Dann haben wir noch zwei weitere Verbrauchsgegenstände, wie diese zum Einsatz kommen sie Beziehungsweise auch, wie alle anderen Gegenstände funktionieren, was das für Angaben sind. Das werden wir alles dann während des Spiels noch kennenlernen. Erstmal jetzt nur für den Aufbau. Beziehungsweise auch noch der Hinweis, wie viele Gegenstände die ihr im Gepäck haben dürft. Beziehungsweise angelegt haben dürft. Bei den Waffen ist es so, angelegt je nachdem, wie viele Hände ihr zur Verfügung habt. In der Regel wird das zwei sein. Und je Handsymbol, was hier draufsteht, dürft ihr eine Waffe in der Hand halten. Das heißt, diese zwei gehen auf alle Fälle. In Ordnung. Des Weiteren Rüstung kann eine angelegt werden. Die haben wir auch. Und auch bei den Core-Gegenständen können wir einen tragen. Auch diesen haben wir angelegt. Verbrauchsgegenstände können wir drei direkt dabei haben. Somit wäre hier noch Platz für einen weiteren. Des Weiteren Accessoires, wenn ihr damals Zugriff drauf habt, dürft ihr einen Gegenstand noch direkt Ausrüsten des Weiteren auch noch die Relikte, die wir hier auch noch nicht haben. Da könnt ihr sogar bis zu drei ausrüsten. Ihr seht also eine ganze Menge und es gibt auch noch einen kleinen Rucksack, den jeder Abenteurer hat. Da können nochmal drei Gegenstände hineingelegt werden, falls jetzt hier mal kein Platz ist. Und selbst darüber hinaus habt ihr noch die Möglichkeit, wenn selbst der Platz nicht ausreichend sein sollte, dass ihr Gegenstände in den sogenannten Gruppenvorrat hineinbringt. Das ist ein Pool an Gegenständen, der außerhalb des Spieles ist. Ihr könnt jederzeit Gegenstände dort hineinlegen, allerdings habt ihr nur begrenzt Zugriff darauf, Gegenstände wieder herauszunehmen. Da muss euch nämlich das Abenteuerbuch explizit erlauben, dass ihr Zugriff drauf nimmt. Das ist auch meist in den Story Rounds, also immer. Wenn die Gruppe eine größere Pause einlegen kann, dann dürfen sie auch in ihren Gruppenvorrat hinein und dort Gegenstände austauschen. Bedenkt, alles das, was ich euch jetzt mitteile, ist auf das normale Spiel ausgelegt. Es gibt noch eine Zwei-Spieler-Variante, die werde ich in diesem Spiel auch benutzen. Da komme ich aber nachher darauf zu sprechen, was das für Veränderungen mit sich bringt. Das wird hinsichtlich des Spielerlebnisses keine Verringerung darstellen. Es gibt nur die Möglichkeit, dass ihr nicht vier Charaktere steuern müsst, was eine ganze Menge ist. Gerade für die ganzen Gegenstände, die die Charaktere haben, muss man sehr, sehr viel aufpassen. Und da hilft es ungemein, wenn man das Ganze mit nur zwei Charakteren spielt, obwohl tatsächlich spielen dann immer noch vier mit. Aber wie gesagt, das schauen wir uns dann an, wenn ich euch die Variante vorstelle. Machen wir weiter. Wir haben ja noch drei andere Abenteuer, die wir ausrüsten dürfen. Sieg hat zwei Kurzschwerter in der Hand, hat eine Rüstung, hat auch einen Schutzkern, des Weiteren drei Verbrauchsgegenstände, wobei zwei davon Wurfmesser sind, die werden wir bestimmt ganz gut gebrauchen können. Und des Weiteren auch er hat eine Fähigkeit vom Typ Marshall und zwar die Bladeworks. Remy ist ein klein wenig ähnlich aufgestellt wie Sieg, auch zwei Wurfmesser dabei, auch vom Typ Marshall, allerdings hier Hammerhelm und als Waffe nur eine, allerdings ist das eine zweihänder axt somit wird sie richtig Schaden austeilen können. Als Rüstung hat sie ein T-Shirt und auch hier haben wir einen Core in Form eines Ability Cores. Last but not least, Rook Lars. Hier geht man erstmal davon aus, mit den zwei Hämmern ist er derjenige, der am meisten hineinknallt. Mag sein, wenn wir die Hammer gut einsetzen. Von der Magieschule hingegen ist er ein Heiler. Er ist also sehr besorgt um unsere Gruppenmitglieder und könnte hier und da sehr hilfreich sein. Als Rüstung hat er eine recht gute und dann hat er hier noch so eine Brille, einen sogenannten Deflection Core. Wir haben uns in der Waffenkammer ausgerüstet und jetzt dürfen wir den Storytext... Weiterlesen. Beachte dahingehend, wir haben hier zum Beispiel einen Continue. Heißt nichts anderes, dass wir hier die Seite, nachdem wir das gelesen haben, umdrehen dürfen und weiterlesen dürfen. Würde das jetzt nicht dastehen, dann dürften wir die Seite auch nicht umdrehen. Also soweit immer lesen, wie euch das Buch das Ganze gestattet. Und das werde ich jetzt auch machen. Wer das Ganze überspringen möchte, erneut der Timecode. Allen anderen wünsche ich jetzt viel Spaß bei der Geschichte. Die Waffenkammer war gut gefüllt und keiner von Ihnen würde den Dungeon Schlecht ausgerüstet betreten. Nachdem sie ihre Ausrüstung ausgewählt hatten, machten sie sich auf den Weg zu einem alten Lastenaufzug, der mit Rollen und Seilen betrieben wurde. Es gab nur für vier genug Platz auf dem Aufzug und keine lästigen Sicherheitseinrichtungen wie Geländer. Ein kräftiger Proktor, den Nightingale als den Bogenschießlehrer erkannte, stand direkt neben dem Lift. Einer von euch muss immer eine Hand am Seil halten, warnte er. Wenn er loslässt, wird der Sturz euch töten. Verstanden, antwortete Ruk. Er war der Erste, der an Bord ging und mit einer gigantischen Faust das Steuerseil ergriff. Der Rest von ihnen folgte ihm an Bord und sie starteten ihren Abstieg. Das war der Hammer. Nightingale blickte auf die kleinen Lichter der Glühsteine hinunter, die die gemeißelten Steinmuster des darunterliegenden Dungeons erhellten. Selbst wenn es ein Übungsdunchen ist, es ist an der Zeit, dass wir aus dem Klassenzimmer rauskommen. Sie knickte. Ich kann es kaum erwarten, einen Abschluss zu machen. Keine Vorlesungen und keine Prüfungen mehr. Remy drängte sich an die Kante des Lifts. Ihre Flügel zuckten ein wenig in der leichten Brise. Shalice wartete und nahm Aufzug in einem in den Stein geschlagenen Höhlenartigen Raum. Mehrere Durchgänge führten in alle Richtungen. In einigen der Tunnel wurde das Licht dunkler und Stimmen hallten aus ihnen heraus, als die Gruppen auf getrennten Wegen aufbrachen. Bist du bereit, kleine Schwester? Shalish wies einen dunklen Flur hinunter. Das hier ist deiner. Ich bin bereit. Nightingale zog ihre Waffe und hob sie begeistert. Nichts da unten hat eine Chance. Ich bin sicher, das hat es nicht. Shalish streckte sich und umarmte Nightingale schnell. Dann drehte sie sich um und blickte langsam jedem von ihnen in die Augen. Passt auf euch auf, das Team erhält eine gemeinsame Note. Eure Staatsbürgerschaft hängt also davon ab. Mit einem Nicken zog sie an dem Seil und sofort begann der klapprige Aufzug nach oben zu fahren. Viel Glück! Sieg winkte ihr hinterher, während sie verschwand. Er drehte sich um und ging auf den angegebenen Pfad zu. Sein Gesichtsausdruck war etwas blass, als er seinen ersten Blick auf das richtete, was auf sie wartete: feuchter Stein, dicke Spinnweben und der Geruch von Fäulnis. Lasst es uns hinter uns bringen! Sie verließen den ersten Raum. Das Geräusch der quietschenden Metallrollen verhallte in der Ferne. Der Stein war hier dick. Zu dick, um zu hören, was die anderen Gruppen taten. Bald darauf blieben ihnen nur noch die Geräusche ihrer eigenen Schritte und das Licht ihrer Glühsteine. Es war nicht mehr weit, bis sie den ersten der Bellicos-Würfel erreichten. Es handelt sich um ein kleines Relikt, das nur etwa 30 cm in die Steinwand der Höhle eingelassen war. Ein aufwendiges Relief der Cruel Magic pulsierte mit rotem Licht, als sie sich dem Becken an der Vorderseite näherten. Ich hasse es immer, diese Dinger zu benutzen. Auch wenn ich zugeben muss, dass sie mich wohl in ein paar Sparringskämpfen beschützt haben. Es ist besser, als getötet zu werden. Die Proktoren haben sie hergebracht, damit sie Zeit zum Eingreifen haben, wenn wir von Monstern besiegt werden. Stell nur sicher, dass du dich drauf einstimmst. Ohne ihm dein Blut zu geben, wird er dich nicht beschützen. Eingestimmt oder nicht? »Kämpfe werden immer noch wehtun. Als ich gelernt habe, ein Schwert zu benutzen, habe ich mir einen Arm gebrochen. Der Typ hat mies getrickst.« Rook nickte zustimmend. »Sie hat recht. Ich habe anderen Schülern die Arme gebrochen, als ich gelernt habe, ein Schwert zu benutzen.« Nightingale zuckte, als sie ihre Hand an der Klinge ihrer Waffe schnitt, gerade tief genug, dass ein paar Tropfen Blut in ihrer Handfläche auftauchten. Sie hielt sie über die Schüssel und beobachtete, wie die Tropfen herunterfielen und verkochten. Für einen Moment fühlte sie sich, als würde das ganze Blut ihres Körpers in Richtung Würfel gezogen, doch das Gefühl verging. Der Reihe nach traten sie an die Schüssel, bevor sie schließlich in die sich ausbreitende Finsternis vordringen konnten. In der MEST. Tag 1. Die feuchte, kalte Luft der Höhle lässt euch bis auf die Knochen frieren. Während sich eure Augen an die Dunkelheit gewöhnen, seht ihr die schwache Kontur eines großen Felsens, der den Weg versperrt. Ein Stoß könnte den Felsbrocken in eine der Gruben auf den Seiten der Höhlen schieben. Es sieht so aus, als sei dies der einzige Weg, weiterzukommen. Und damit, liebe Freunde, sind wir durch mit der Einführungsgeschichte. Wir sollen jetzt weiterlesen auf Seite 7, was die erste Begegnung ist. Sehen wir auch hier Farbkodierung. Es ist rot. Die ersten Zeilen, die habe ich euch schon in der Geschichte gleich mit vorgetragen. Wir sind jetzt hier an dieser Stelle. Schon mal jetzt ein kleiner Hinweis. Wir werden teilweise Begegnungen haben, die mehr als eine Seite haben. Dann steht aber direkt auch hier unten, leste bitte weiter. Bevor ihr anfangt, das alles aufzubauen, schaut euch die komplette Begegnung erstmal an. Das heißt, so lange lesen, bis wenn gegebenenfalls nicht mehr dasteht, dass wir weiterlesen sollen. Zum Beispiel jetzt hier ist nur die eine Seite, hier gibt es keinen Bereich, dass wir weiterlesen sollen. Aber wenn es halt mal eine Begegnung ist, die zwei oder drei Seiten umfasst, dann müsst ihr Jedenfalls umblättern und wenn ihr das vergesst, dann fangt ihr vielleicht an zu spielen und vergesst wichtige Informationen, die auf den anderen Bereichen dann noch stehen. Aber jetzt hier bei der ersten Begegnung haben wir nur die erste Seite und die bauen wir jetzt auch auf. Wir suchen uns die passenden Teile heraus, das steht nämlich hier alles in diesem Table und auch alle passenden Token. Suchen wir uns also jetzt die passenden Landschaftsteile heraus, hier im Setup beschrieben, UM1, UM9 und UM11. Achtung, die Teile sind beidseitig und es gibt keine A oder keine B-Seite. Die Nummern sind durchlaufen, ihr müsst also immer wieder das Teil umdrehen, falls ihr ein passendes nicht gleich findet. Dann haben wir ein Token, ein Terrain Overlay Teil, was wir benötigen. Wir benötigen Totems, ein blaues und ein rotes, Loot Token, einmal ein blaues und einen Ausgang ein Blaues. Was das genau bedeutet, schauen wir uns gleich an. Wir sehen das hier schon auf der Karte, was da zu platzieren ist, aber ich will euch gleich die anderen Sachen auch noch mitteilen, was mit diesem Token zu tun hat. Dann haben wir oben die Angabe, wir sind momentan in einem Untergrund-Dungeon. Da gibt es hier und da mal andere Locations, hat aber nicht wirklich spielerische Relevanz. Und dann haben wir noch einen Richtungsfeil und zwar das zeigt jetzt nach Norden. Hier und da kann es vielleicht mal Spieleffekte geben, die was mit der Himmelsrichtung zu tun haben. Dann wisst ihr, Genau welche Kante dann nach Norden zeigt. Die passenden Teile habe ich herausgesucht, des Weiteren auch die Token, die wir jetzt benötigen. Platzieren wir diese. Zuerst das Overlay-Teil, das soll hier direkt in der Mitte, das symbolisiert den Felsbrocken, der uns jetzt hier irgendwo im Weg steht, und an den müssen wir vorbei. Denn der Ausgang aus diesem Dungeon, und das wird markiert mit einem blauen Exit, kommt hier oben rechts drauf. Was das mit den Farben zu tun hat, das werde ich euch gleich noch mitteilen. Aber erstmal platzieren wir das Ganze. Wir haben noch ein blaues Loot Token, können wir wahrscheinlich auch mal die Schätze finden an dieser Stelle. Und wir haben noch ein blaues Totem an dieser und ein rotes Totem an dieser Stelle. Ihr seht ja, wir haben hier noch mehrere von diesen Ausgängen, von diesen Loot Token, von diesen Totems. Ihr werdet hinsichtlich des Aufbaus immer darauf hingewiesen, welche Farbe wo platziert werden muss. Allerdings gibt es auch mal die Möglichkeit, dass ihr weiße Tokens platzieren müsst. Weiß sind sie alle, und zwar hinsichtlich der Rückseite. Hier kommt nämlich die Zufahrtskomponente ins Spiel. Wenn ihr weiße Tokens platzieren müsst, dann platziert zuerst alle farbigen, die drauf sind und die, die übrig sind. Die werdet ihr mischen und dann entsprechend drauf platzieren. Somit wisst ihr zwar, dass an der Stelle ein Token ist, aber ihr wisst nicht, welche Farbe. Und jede Farbe hat gegebenenfalls eine andere Bedeutung. Das werden wir uns dann gleich anschauen, wenn wir uns die Begegnung im Detail noch ansehen. Gleiches Prinzip auch bei den Loot-Kisten. Wir haben eine grüne, eine rote, eine gelbe. Auf der anderen Seite sind sie alle gleichfarben. Das heißt, wenn wir jetzt hier noch ein weiteres Loot-Token platzieren müssten in weiß, dann würde ich erst das blaue platzieren und die restlichen mischen und dann eins davon an die entsprechende Stelle platzieren. Und auch bei den Ausgängen ist das so, gibt es auch. Vier Farben mit der blauen. Hier gäbe es vielleicht die Möglichkeit, dass ihr verschiedene Ausgänge habt, wo ihr eine Entscheidung treffen müsst, wohin ihr geht und dann die Geschichte vielleicht in eine ganz bestimmte Richtung lenkt. Jetzt hier in der ersten Begegnung ist die Zufallskomponente nicht dabei. Wir haben hier haben wir festgelegte Token, die wir auslösen können. Wie wir diese auslösen, das schauen wir uns jetzt gleich an und jetzt gucken wir uns die Begegnung mal im Detail an. Dafür schauen wir jetzt im Abenteuerbuch direkt in der Begegnung nach. Kommen wir mal zuerst auf die ganzen Token zu sprechen, die wir hatten in den verschiedenen Farben. Wir hatten ja ein blaues Loot-Token gehabt. Da haben wir zum Beispiel jetzt hier den Bereich Loot mit einem blauen Token. Wir haben ja nur ein blaues. Erreichen wir dies bzw. lösen wir das aus. Das sage ich euch dann noch während der Begegnung, wie das Ganze funktioniert. Dürfen wir unseren Decoder benutzen, den ihr drüberlegen und dann den Text freigeben was hier drin steht. Wer weiß, was wir bekommen. Vielleicht ist es aber auch eine Falle. Keine Ahnung. Ähnliches Prinzip mit den Totems. Wir haben wir ein blaues und ein rotes. Wenn wir dieses auslösen, auch das sage ich euch noch, wie das geschieht, werden wir unseren Decoder nehmen und den entsprechenden Text dann ausführen. Beim Loot hatte ich noch eine Sache vergessen gehabt. Und zwar hier oben rechts steht noch die Angabe, welches Loot-Level wir in dieser Begegnung haben. Das hat jetzt nichts mit dem Token an sich zu tun, denn wenn wir Gegner besiegen, haben wir die Möglichkeit, Loot-Karten zu ziehen. Allerdings haben wir leider nicht die Möglichkeit gleich in der ersten Begegnung die stärksten Sachen zu erhalten und deswegen levelt das Ganze. Bedeutet, wir werden jetzt ein Loot-Karten-Deck zusammenstellen aufgrund dieses Levels, von dem wir dann ziehen, wenn wenn wir einen Gegner besiegt haben. Und wie wir dieses Deck zusammenstellen, da hilft uns das Regelwerk auf Seite 20 weiter. Denn hier haben wir eine Übersicht über diese vier Seltenheitsstufen hinsichtlich des Loot-Levels. Und da wir momentan bei Mundane sind, werden wir jetzt unser Deck aus diesen Karten zusammenstellen. Da gibt es hier einen ganzen Stapel davon. Sucht euch also die entsprechenden Karten in der bestimmten Anzahl heraus. Mischt diese komplett und legt sie neben dem Spielplan bereit. Irgendwann, wenn wir den ersten Gegner besiegt haben, können wir von in diesem Stapel ziehen und mal sehen, ob wir vielleicht Gold bekommen, ob wir vielleicht Gegenstände bekommen oder andere Sachen. Aber okay, wissen wir was wir auslösen können, aber wir wissen noch nicht, was wir machen müssen. Dann kommen wir direkt hier zum Anfang, denn hier stehen die Endbedingungen, da wie dieses Szenario ausgeht. Da haben wir eine Siegbedingung, wenn ein Abenteurer auf dem blauen Exit Token steht, dann wird dieser Effekt ausgeführt. Einmal wieder Decoder, keine Ahnung, was da drunter steht und danach sollen wir weitermachen mit Seite 8. Dann dürfen wir erst hier weiterblättern, vorher nicht. Hingegen die Niederlagebedingung, auch da gibt es einen Text, den wir uns mit dem Code erstmal freischalten und auch dann sollen wir auf Seite 8 weiterlesen allerdings mit einer anderen Überschrift die sind hier differenziert je nachdem ob man wahrscheinlich gewonnen oder verloren hat kriegt man ein anderes Ergebnis okay und jetzt kommen wir noch zum Hauptpassus dieser Begegnung und zwar die Begegnungsregeln die sind immer in sehr großen Textformat geschrieben wie erwähnt das ganze Abenteuerbuch gibt es auch in Deutsch könnt ihr euch quasi dort auch durchlesen aber ich nehme jetzt hier einfach mal die englische Variante und übertrage es ins deutsche Regel Nummer 1, der bewegbare Felsblock. Das war dieses rote Oberliteil, was wir platziert haben, das können wir nämlich bewegen, wenn wir einen Stärke Test machen, wie das genau funktioniert, auch alles weitere dann in der Begegnung. Die zweite Regel in dieser Begegnung hat etwas mit unserer Prüfung zu tun. Je effektiver wir sind, desto mehr Punkte kriegen wir und Punkte ist ja gut, wenn wir in einer Prüfung sind, je mehr desto besser. Je schneller wir agieren, je mehr Punkte bekommen wir, schaffen wir also, einen unserer Abenteurer innerhalb von fünf oder weniger Runden auf das blaue Exit zu bringen, dann kriegen wir zwölf Punkte. Je mehr Runden es dauert, desto weniger Punkte bekommen wir natürlich. Ergänzend, für jede besiegte Cave Sickle Einheit bekommen wir zwei Punkte. Das sind also Gegner, die uns wahrscheinlich dann hier gegenüberstehen. Momentan haben wir noch keine hinsichtlich des Aufbaus. Aber wir bekommen auch Punktabzug. Fünf Punkte für jeden besiegten Abenteurer. Das ist natürlich nicht unser Bestreben. Bedenkt dabei, ihr könnt niemals in Summe weniger als 0 Punkte haben. Also solltet ihr das Ganze schaffen oder nicht schaffen und dann quasi so viel Minuspunkte haben, dass ihr dann im Negativen seid, wäre das Ganze immer noch mit 0 Punkten. Die Prüfung geht wahrscheinlich dann weiter, damit man das Ganze dann auch in ordentlicher Weise miteinander addiert. Okay, wir wissen also, was zu tun ist. Die einfache Aufgabe, wir müssen einfach den Ausgang. Erreichen. Der Aufbau für diese Begegnung ist damit fertiggestellt. Eigentlich hätten wir vorher noch einen anderen Schritt abhandeln müssen. Der kommt aber jetzt nicht so stark zum Tragen, weil das meist mit den nächsten Begegnungen zu tun hat. Ich will es dennoch nicht versäumen, euch das jetzt kundzutun. Vor allen Dingen hat das auch was mit der zwei Spieler Variante zu tun, auf die ich jetzt zu sprechen komme. Wir haben ja unsere festgelegte Gruppe. Der Spielanfang hat uns gesagt, welche Charaktere wir nutzen sollen und das ist unsere Gruppe. Alle Charaktere, die wir hier dann auf unseren Sheet haben, dann können im Laufe des Spiels noch mehr dazu kommen ist unsere Gruppe, auf die wir auch teilweise Zugriff haben. Allerdings, für eine Begegnung braucht ihr immer eine aktive Gruppe und die besteht immer aus vier Helden. Problem ist, ihr könnt zwischen den Begegnungen nicht einfach so hin und her switchen. Ihr könnt nur innerhalb dieser vier Helden agieren und nur, wenn euch das Abenteuerbuch es gestattet könnt ihr Helden austauschen. Aber selbst dann gibt es hier und da Einschränkungen, dass ihr verpflichtend einen bestimmten Helden mitnehmen müsst. Die Heldenverfügbarkeit erkennt ihr immer an eurem Cheat. Steht dieser Name ganz normal ohne Einschränkung drauf, dann ist er auf alle Fälle verfügbar. Ist er durchgestrichen, dann ist er wahrscheinlich gestorben und kann nicht mehr verwendet werden. Dann ist er natürlich auch nicht mehr in eurer Gruppe. Dann haben wir noch die Angabe verletzt, injured. Wenn dies der Fall ist, dann ist dieser Charakter noch in eurer Gruppe, kann aber nicht für eine aktive Gruppe gewählt werden, weil er halt momentan verletzt ist. Ihr habt aber Zugriff gegebenenfalls auf seine Ausrüstungsgegenstände. Und dann haben wir noch den Zustand unselectable. Das heißt, er ist noch in eurer Gruppe, aber momentan anderweitig beschäftigt. Er ist gar nicht da. Somit habt ihr auch keinen Zugriff auf seine Gegenstände und könnt ihn natürlich auch nicht für die aktive Gruppe nutzen. Aber okay, das nur mal zur Gruppenstruktur. Wir haben ja jetzt unsere vier festgelegten Helden. Wie erwähnt, bevor ihr die Begegnung aufbaut, habt ihr jetzt noch ein paar Schritte abzuhandeln, die aber nur von Relevanz sind, wenn ihr vorher eine andere Begegnung hattet. Jetzt hier mit unserer ersten Begegnung haben wir das nicht, deswegen habe ich das jetzt noch nicht gemacht. Aber ich will gesagt nicht versäumen, euch das dennoch mitzuteilen, was ihr abhandeln müsst. Als erstes freischalten eurer Möglichkeiten, die ihr nur einmal je Begegnung habt. Ihr habt teilweise Gegenstände. Oder sonstige Sachen, die ihr nur einmal je Begegnung aktivieren dürft und dann kommt dann so ein Token drauf, um anzuzeigen, dass diese Fähigkeit jetzt geblockt ist, weil sie halt schon in der Begegnung stattgefunden hat. Jetzt zu Beginn einer neuen Begegnung könnt ihr dieses Token entfernen, damit ihr diese Fähigkeit oder diesen Gegenstand wieder erneut benutzen könnt. Danach heilen sich eure Charaktere. Eure maximale Gesundheit erkennt ihr hier an diesem Herzsymbol ganz links von diesen drei Symbolen. Sollte euer Charakter weniger als als die Hälfte dieser Gesundheitspunkte haben oder vielleicht sogar besiegt sein, dann heilt ihr so viel, dass ihr zumindest auf der Hälfte seid. Also im Fall vom Nightingale wäre es so, dass sie dann mit sechs Lebenspunkten weitermachen kann, wenn sie weniger hätte als sechs. Des Weiteren werden zu Beginn einer neuen Begegnung sämtliche Statuseffekte von den Charakteren entfernt. Das können positive sein, wie vielleicht eine Stärkung, können aber auch negative sein, wie zum Beispiel Gift. Alles das kann entfernt werden. Mit einer neuen Begegnung müsst ihr euch damit nicht Strom ärgern. Und zu guter Letzt beginnt ihr eine Begegnung immer mit der gleichen Anzahl an sogenannten Ausdauerpunkten oder Stamina Points. Stamina Points erkennt ihr auf der Charakterkarte über diese Punkte. Das, was rot ist, sind immer eure Start-Stamina Points. Was hier noch hinten dran ist, ist die maximale Anzahl. Das heißt, alle unsere Charaktere haben zu Beginn drei Stamina Points, könnten aber auch bis zu fünf haben, denn ihr müsst nicht unbedingt alle eure Punkte immer aufbrauchen. Manchmal macht es Sinn, die auch aufzusparen, damit ihr dann in der nächsten Runde ein paar mehr zur Verfügung habt. Also vollkommen egal, wie viele Stamina Points ihr aus der letzten Begegnung habt, die werden alle entfernt und ihr bekommt euer Startkontingent von drei. Und das werden wir auch jetzt schon durchführen für unsere Erste Begegnung, das heißt, alle unsere Helden haben drei Stamina Points. Soweit so gut. Alle unsere vier Helden haben jetzt also drei Stamina Points. Allerdings wird es für mich sehr aufwendig werden, jetzt dieses Spiel mit vier Charakteren zu spielen. Es ist darauf angelegt, dass ihr mit immer vier Helden spielen müsst. Allerdings gibt es über Succubus Publishing auf deren Website eine Variante, dass man das Ganze auch mit zwei Helden oder sogar drei, wenn man halt drei Leute hat, dann spielen kann. Allerdings wir trotzdem immer alle vier vier Charaktere in der aktiven Gruppe sein. Wir werden sie nicht physisch auf dem Spielfeld direkt sehen, aber sie werden Einflüsse haben auf die Charaktere, mit denen wir spielen. Doch wie funktioniert das Ganze? Wir haben neben der Anleitung, die es zum Download gibt, die ist auch nicht umfangreich, nur zwei Seiten, wird alles beschrieben, wie ihr das Ganze durchführt. Ihr nehmt euch dadurch auch keinen Spielspaß weg, nur dass ihr mit weniger Helden spielt. Allerdings erleichtert das. Ungemein, gerade wenn ihr alleine spielt. Wenn ihr, wie gesagt, mit drei Leuten am Tisch sitzt, dann kann einer wahrscheinlich locker zwei steuern. Das ist überhaupt kein Problem. Aber alleine vier Helden zu steuern, ist doch eine ambitionierte Aufgabe, weil es halt so viel zu beachten gibt in diesem Spiel. Noch kommen wir zurück. Was brauchen wir neben der Anleitung? Wir brauchen das sogenannte Sidekick-Karte, so nenne ich das Ganze. Jetzt die sind auch zum Download. Und zwar für jeden eurer Charaktere gibt es so eine Karte. Es gibt sogar für die Charaktere, die noch nicht freigeschaltet sind, die weil weil jedenfalls im Laufe des Spiels könnte ja auch mit diesen vielleicht spielen. Jetzt hier bei mir habe ich nur diese vier ausgedruckt. Mehr brauche ich nicht. Und jetzt muss ich mir überlegen, mit welchen zwei Charakteren möchte ich tatsächlich spielen und welche beiden kommen einfach nur mit. Und da habe ich mich für Nightingale und Sieg entschieden. Bedeutet Rook und Remy. Diese Karten, die können jetzt raus aus dem Spiel, brauchen wir erstmal nicht. Ihr könnt sie in die Zipperbeutel tun, damit ihr euren Spielstand hier und da speichert. Könnt. Die sind immer noch da. Ihr habt immer noch Zugriff drauf. Und hier und da kann es auch sein, dass ihr Tests vielleicht machen müsst für einen bestimmten Charakter, den ihr vielleicht jetzt aktiv gar nicht steuert, der aber trotzdem mit dabei ist, nur als Sidekick, dann braucht ihr gegebenenfalls das Material, um hier die einzelnen Werte abzulesen. Aber okay, legen wir diese erstmal zur Seite in die Zipperbeutel zurück und alternativ dafür. Nehme ich jetzt diese beiden sidekick Ich werde ein Mädels-Team machen: einmal hier Remy zu Nightingale und einmal Rook zu Sieg. Was hat das jetzt für Relevanz? Ich werde auf dem Spielfeld nachher nur zwei Miniaturen haben: die von Nightingale und die von Sieg. Diese beiden Miniaturen sind nicht mit dabei, allerdings sind die Charaktere. Mit da und sie haben verschiedene Fähigkeiten, die sie jetzt mitbringen und unseren Charakter damit stärken. Und das ist auch sehr, sehr wichtig, denn wir haben ja zwei Miniaturen, weniger zur Verfügung, mit denen wir agieren können. Dann braucht es schon ein klein wenig Kompensation, damit das Ganze auch fair bleibt. Was das für Fähigkeiten sind und wie sie dann ins Spiel Einzug halten, das werden wir dann während des Spiels noch kennenlernen. Da will ich jetzt erstmal noch nicht näher darauf eingehen. Okay, und damit haben wir jetzt unsere Gruppe. Wir haben sie vorbereitet, gegebenenfalls zwischen den Begegnungen jetzt wieder hochgeheilt. Jetzt würde der Spielaufbau stattfinden, den wir jetzt schon getätigt haben. Sollten jetzt Gegner schon auf dem Feld sein, das kann natürlich auch hinsichtlich des Setups möglich sein, dann werden diese jetzt ungefähr gleichmäßig auf alle Spieler verteilt. Was das mit den Gegnerkarten zu tun hat, das werden wir dann auch im Spiel kennenlernen. Jetzt zu Beginn haben wir nicht, deswegen muss ich da nichts durchführen. Wenn wir dann bei der zweiten Begegnung sind, dann werden wir das haben, da gehe ich dann nochmal näher drauf ein. Und damit sind wir fast fertig mit den Vorbereitungen für die erste Begegnung. Wir müssen nur noch unsere Initiativleiste vorbereiten. Um die Initiativleiste vorzubereiten, brauchen wir zu jeder Miniatur, die jetzt hier im Spiel aktiv dran teilnimmt, eine Initiativkarte. Wir haben ja einmal unsere Nightingale und wir haben Startpositionen gemäß der Setup-Anleitung. Die Startpositionen sind diese vier Felder hier links. Da ich jetzt nur zwei Miniaturen benötige, darf ich auch selber wählen, wo ich diese platzieren lasse. Und dann lassen wir mal Nightingale hier unten starten und Sieg hier. An dieser Stelle. Und nun nehmt ihr von allen Miniaturen die passenden Initiativkarten dazu. Solltet ihr jetzt noch Gegner haben, kommen diese natürlich auch mit einer entsprechenden Karte dazu. Das Ganze wird gemischt und als Leiste dann bereitgelegt und schon umgedreht. Und dann wisst ihr genau, in welcher Reihenfolge das Ganze stattfindet. Somit wird Sieg nachher die Runde eröffnen, gefolgt von Nightingale. Doch seid gewiss, diese Initiativleiste wird nicht so kurz bleiben und sie wird auch nicht in dieser Reihenfolge so bleiben, aber alles Weitere werden wir dann in der Begegnung direkt haben. Liebe Freunde von Midderber, ich glaube eine gute Gelegenheit, jetzt eine Pause zu machen. Unsere beiden Helden sind bereit. Sie stehen am Beginn ihrer Prüfung. Eigentlich sind es ja vier Helden. Die anderen beiden sind ja mit dabei. Und wir haben eine relativ leichte Aufgabe. Wir sollen ja nur den Ausgang hier oben erreichen. Aber es ist ein weiter Weg. Wir müssen an diesem Felsbrocken vorbei. Und ich denke mal, es werden auch noch Gegner auftauchen. Das nächste Mal werden wir tief ins Gameplay hineingehen. Dann werden wir lernen, wie wir eine Begegnung bestreiten, wie wir uns bewegen, wie wir kämpfen, was es sonst noch für Möglichkeiten gibt. Eine ganze Menge wird da auf uns zukommen. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei, um hier mit derma mit mir zusammen zu spielen. Und ich hoffe, ihr habt ein klein wenig Spaß an dieser Reihe. Wenn ja, hinterlasst mir doch einfach einen Daumen nach oben. Empfehlt mich weiter, abonniert den Kanal, das hilft mir immer, und dann wünsche ich euch alles Gute. Habt Spaß am Spiel, bis zum nächsten Mal, euer Genu.